Hallo Leute, da bin ich wieder. Guckt mal hinter mir. Ich habe euch doch versprochen, mal so einen Busfriedhof zu finden. Ausgerechnet hier in Polen habe ich etwas gefunden. Ist nicht direkt ein Friedhof, aber hier hinter mir habt ihr so einen ausgeschlachteten alten MAN-Bus. Den gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Film ab! Sehen wir schon mal, dass die Scheibe hier komplett raus ist, weil die hat einen Riss. Könnt ihr hier ja auch sehen. Wirklich, der sieht schon richtig mitgenommen aus. Vielleicht habt ihr so einen Bus auch noch nie mal so gesehen. Vorne die ganzen Stoßstangen sind ab, die Scheibenwischer sind ab. Keine Spiegel mehr dran. Oben ist noch so ein alter Spiegel. Wie gesagt, wir schauen uns den jetzt mal an. So, die Reifen sind natürlich auch runter. So sieht's aus, wenn der Reifen mal nicht dran ist. Vielleicht interessiert euch das. Ich weiß auch nicht, ich konnte mich auch nicht so gut verständigen mit dem Typen hier. Der wusste auch nicht, wie das Ding herkommt. Oder beziehungsweise der hat mich gar nicht verstanden. Hier kein Kühler mehr dran. Normalerweise ist hier eigentlich der Kühler drin. Ja, einfach mal rausgerissen. Vielleicht für einen anderen Bus mal gebraucht oder so. Keine Ahnung. Der sieht richtig mitgenommen aus. Das tut wirklich einem in der Seele weh, wenn man das so sieht. Ein ausgeschlachteter, ausgedienter Bus. Wie ihr sehen könnt, vielleicht kann man das von oben gleich auch noch mal sehen. Der Motor, Getriebe, das hängt da noch an irgendwelchen Sachen darum, an so Ketten, sehe ich gerade. Ja. Natürlich haben die dann auch noch Pivo getrunken hierbei während der Arbeit, denke ich mal. Hier liegt noch so eine Flasche Bier. Aber das wollte ich euch ja schon immer mal zeigen. So einen ausgeschlachteten Bus war ich ja immer auf der Suche. Und jetzt habe ich endlich eins hier in Polen gefunden. So, wir gucken uns das Schätzchen mal weiter noch an. Wie gesagt, hier ist ja fast gar nichts mehr dran. Ein paar Sachen erkenne ich hier noch. Da ist die Lichtmaschine. Servo Öl, wo das Servo Öl herkommt, der Behälter davon, so einen kleinen Feuerlöscher sehe ich noch hier. Da mal so ein abgelassenes Öl, Automatiköl ist das, ist rot. Hier noch mal die andere Achse. Der scheint auch noch nicht mal so alt gewesen zu sein. Der hat sogar noch Bremsscheibe gehabt. Unten sind die Bremsklötze. Ich weiß nicht, am Auto habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so kleine Dinger. Wenn ihr euch jetzt mal anguckt, so große Bremsklötze hier, Leute. Das ist wirklich mal interessant. So, hier ist nochmal der Aufgang hier nach innen. Oh, der sieht richtig mitgenommen aus. Hier nochmal WC-Anlage. Das tut einem wirklich in der Seele weh, Leute, wenn man das hier so sieht. Da steht sogar noch was auf Deutsch, kein Trinkwasser. Hier ist nochmal der Fahreraufenthaltsraum, wollte ich gerade schon sagen. Die Schlafkabine, ehemalige natürlich. So, hier liegt noch so eine Stoßstange hier rum. Oh Mann. Wenn ich überlege, dass mein Volvo auch eines Tages mal so endet, am besten, ich denke nicht darüber nach. So, jetzt nochmal von der Seite, hier nochmal die Scheibe. Wie gesagt, keine Scheibe drin, nichts. Ich versuche da jetzt mal reinzugehen. Hier ist nochmal das Logo. MAN. So, was hat er denn hier? Hier war mal ein Kühlschrank. Den machen wir mal zu, sonst komme ich nicht rein. So, das hält. Oh, die Stufen, die knicken schon ein, Leute. Glaubt mir das. Oh Mann, der sieht richtig mitgenommen aus. Guckt euch das mal an. Ich weiß auch nicht, was für ein Modell das ist. Ah, das ist, glaube ich, so ein Modell wie der Fahrschulwagen, den ich mal gezeigt hatte. Weil ich kann mich ja an den Konvektor erinnern, der sah genauso aus. Ja, kann man vielleicht noch erkennen, wie viel Kilometer. 722.840 steht da drauf. Wer weiß, ob das stimmt. Wie gesagt, alles vergammelt, alles versaut hier.
Ist ein Schaltwagen. So, jetzt haltet euch fest, jetzt das Innenleben. Kein einziger Sitz mehr hier drin, Leute. Oh Mann. Oben kann man noch die ganzen Fächer sehen, wo mal Gepäck hingekonnt hätte. Ich versuche mal noch so ein bisschen reinzugehen. Ach, hier sehe ich gerade den Safe. Jeder Bus, der hat ja so einen Safe hier. Der hat das hier drin noch gehabt. Naja, ist natürlich auch alles vergammelt. Hier liegen noch so ein paar Lüfter rum. Oh Mann, das tut mir jetzt wirklich in der Seele weh. Nicht, dass ich hier noch einkrache hier. Ah, da sehe ich das, was ich gerade gesagt hatte. Getriebe wird hier noch festgehalten von so einem Block hier. Aber die Thermoskanne, die ist noch drin. Auch nicht schlecht. Hier konnte man mal Kaffee machen. Hier ist auch noch mal gucken, ja, so ein alter Kühlschrank, der mit irgendwelchen anderen Sachen befüllt ist. Ja, so ist das. Jetzt versuche ich mal noch weiter reinzugehen hier in den Bus. So, jetzt habt ihr mal hier das Getriebe hier mal von oben. Das wird hier festgehalten. Natürlich, der Motor ist schon weg. Ja, so sieht das aus. Wer noch nicht so einen ausgeschlachteten Bus mal gesehen hat, das ist jetzt die Gelegenheit, mal so einen Bus eben halt mal so zu sehen. Monitor ist noch dran, sehe ich gerade. Das ist übrigens hier die Tür von der Toilette. Toilette hatte ich euch ja schon gezeigt. Also wirklich viel kann man hier nicht erkennen. Hier liegt noch so ein Nothammer rum. Ja, so ist das, wenn ein Bus mal ausgeschlachtet ist. Der findet sich dann auf dem Busfriedhof vor. Obwohl das hier kein richtiger Busfriedhof hier ist. Ist wohl so eine Werkstatt oder so, keine Ahnung. Hier könnt ihr vielleicht sehen, auf der anderen Seite wird noch ein Bus fertig gemacht. Der hat noch so zwei kleine Busse. Ja, das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ich versuche noch mal so vorne noch ein bisschen was aufzunehmen. Wie gesagt, da sehe ich noch das Signalhorn, Hupe besser gesagt. Reserverad liegt normalerweise immer hier unten drunter, wenn einer das nicht weiß. Der ist natürlich auch weg. Der liegt hier auf so zwei Rollen. Könnt ihr hier vielleicht diese zwei Rollen sehen? Der und der hier. Dann, wenn man den abgelassen hat, braucht man Reserverad nur rausziehen. Dann rollt der leichter hier raus. Und man kann ein Rad wechseln. Die Scheibe, die war ja sowieso hinüber. Die haben sie einfach mal so rausgerissen. Tja, der arme MAN. Ich habe gerade gesucht, ob ich ein Typschild... Ah, ich habe ein Typenschild gefunden, Leute. So, vielleicht könnt ihr da jetzt was mehr erkennen. Ich kann auch nicht mehr erkennen, das ist nur MAN, wie gesagt. Und aber die Experten von euch, die wissen bestimmt, was das ist. Was das für ein Typ ist. Hier habe ich nochmal die Schlafkabine. Von der anderen Seite, beziehungsweise da, wo der Batteriekasten ist, hier ist noch die alte Batterie drin. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Und vorne die ganzen Sicherungskästen und sowas alles. Ne, das ist der Boiler für warm Wasser, für die Toilette und für die Küche, sehe ich gerade. Gut, dann machen wir das auch wieder mal zu. Wo ich in Breslau unterwegs war, da habe ich hier den alten Bus hier entdeckt. Guckt euch den mal an. Mal gucken, ob den einer erkennt, was für ein Modell das ist, Leute. Dann hat mir jemand mal geschrieben, dass das ein Skoda ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das soll wohl ein Skoda, alter Reisebus oder Linienbus sein. Keine Ahnung. So, Leute, jetzt habe ich euch auch mal einen Bus gezeigt, der auf dem Friedhof liegt, beziehungsweise ausgedient hat. Ich bin hierher gekommen mit meinem Fahrrad, könnt ihr ja hinten sehen. Der Bus, der steht noch am Hotel, aber extra nur für euch, um euch das mal zu zeigen, weil ich euch das ja mal versprochen hatte. So Leute, in diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, euer Mehmet Uy.